Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen in unserem Londoner Penthouse. Okay, das war nur für den Titel, eigentlich ist es alles, aber definitiv kein Penthouse. Und ihr werdet im heutigen Video sehen und erfahren und hoffentlich mit am eigenen Leib verspüren, was es heißt, eine Wohnung im Internet fest zu buchen, die man noch nie vorher gesehen hat. We love a dramatic intro, let's go, kommt mal rein. Ihr seht mich gerade im Flur. Und der Flur ist da, wo wir natürlich auch als allererstes reingekommen sind. Hier ist unglaublich viel Eindruck, irgendwie für mich persönlich. Es hängt unglaublich viel Kunst an den Wänden, es sind Spiegel da, es sind alle möglichen Wärme-Heizungssensoren und Licht mit Dimmer. Okay, das ist der falsche. Wir sind noch nicht so lange hier. Es sind knapp 24 Stunden und ganz eingelebt sind wir noch nicht. Aber ich bin halt hier reingekommen und mein erster Eindruck war nur so... Okay, ist auf jeden Fall stylisch. Ist so ein bisschen vintage, grungy. Und von der Wohnungseinrichtung an sich total meine Aesthetics. Der Tee ist extra hot in London, denn wir sind jetzt hier mit Abstand größten und eigentlich auch einzigen Zimmer in unserer Wohnung. Und zwar haben wir hier unsere Wohnküche mit wundervollem Tisch, wo man sitzen kann und dem integrierten Heimkino. Also ich würde sagen, wenn man hier auf diesem riesengroßen Fernseher, der größer ist sogar minimal als mein Laptop, nicht die besten Filme gucken kann, weiß ich es auch nicht. Und ja... Ich dachte, es ist ein Schlafsofa. Nein, es ist ein ganz normales Sofa. Aber Florian ist absoluter DIY-König und hat Stauraum geschaffen, indem wir einfach den Koffer drunter geschoben haben, aufgeklappt. Das heißt, hier haben wir jetzt Platz, um all unser Equipment und so zu verstauen, dass wir da halt nicht den ganzen Tag alles aufgebaut in der Wohnung rumstehen haben müssen. Kommen wir nun aber zu etwas, was so ein bisschen alles hat bröckeln lassen. Denn... dieser Sessel. Wir haben es erst nicht gemerkt, aber Florian ist es aufgefallen. Und zwar sind hier relativ viele Flecken. Und ich war erst so, ja okay, ein paar Flecken auf dem Sessel. Aber tatsächlich ist die Wohnung hier auf den ersten Blick mega schön. Und das ist gar kein Jammern oder Meckern. Aber jetzt im Verlauf der letzten Stunden sind uns halt immer mehr Sachen aufgefallen, die halt nicht so in Schuss sind. Und die man vielleicht auch irgendwie optimieren könnte, müsste oder so. Für eine Woche ist es egal, aber wenn man wirklich 3 Monate hier wohnt, zum Beispiel das Klo ist nicht so ganz fest oder Küche, Schubladen, aber kriegen wir schon alles hin. Weiterer Punkt, der Florian mega das Zahnfleisch sind Bücher. Überall in dieser Wohnung stehen Bücher. Es ist super schön als Deko, aber Florian kann es mal zeigen, es stehen wirklich, egal wo man hinguckt und eigentlich Stauraum und Platz hätte, stehen Bücher. So, da müssen wir auch nochmal gucken, ob man die vielleicht irgendwo anders verstauen kann, weil es ist halt wirklich nicht viel Platz und ja, die Bücher stehen so ein bisschen im Weg. Und auch in der Küche sind wieder Bücher, aber ich würde sagen, die Küche übernimmt Florian einmal, da ist er natürlich auch der Chef. Moin moin, herzlich willkommen zurück. In meiner neuen Küche von Hochglanz Weiß bei Oma gehe ich auf Hochglanz Schwarz. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Geile Idee, ich brauche auf jeden Fall Glasreiniger und wie heißen das, solche Staubtücher. Ansonsten ist die Küche erstmal so ganz schnuckelig, es ist tatsächlich auch schon ein bisschen was da. Jede Menge Tee, Gott sei Dank aber auch ein bisschen Kaffee. Und ansonsten habe ich mich hier noch nicht viel durchgesucht. Es sind so ein paar Gewürze da, es sind so ein paar tatsächlich alte Töpfe und Pfannen da. Aber man kann da auf jeden Fall was mitmachen, sagen wir es mal so. Was voll niedlich ist, wir haben eine kleine Waschmaschine, die gleichzeitig Trockner ist. Ich glaube ein paar Socken und dann ist die Trommel voll. Aber hey, 6,5 Kilo soll die fassen. Ja, wir werden... sehen, was das so alles so gibt. Und auch hier in der Küche überall stehen Bücher. Ist natürlich super, wenn man richtig sich Mühe gibt, sauber zu kochen. Ja, aber was geil ist, habe ich gestern richtig geguckt, aber so ein bisschen. Nee. Doch. Ach krass, ein Topf von deiner Lieblingsmarke. Zwei sogar. Zwei? Ja, ein kleiner und ein großer. Das heißt, wir können englische One-Pot-Gerichte machen. Mega! Mhm. Was natürlich auch sehr beruhigend ist, weil
wenn Florian kocht, ist es direkt ein Feuerlöscher dabei. Aber wir haben keinen Gasherd. Es ist ein ganz normales Terranfeld. Also dementsprechend ist eigentlich schon mal gut. Hallo, du spinnst wohl. Wir sind zurück im Flur und gehen nun ins nächste Zimmer. Schön. Das Badezimmer. Das Badezimmer war unter anderem mit das, was mich von der Wohnung hier mit am meisten überzeugt hat. Weil das Badezimmer, was ich in vorherigen Auslandsaufenthalten hatte, war immer katastrophal. Aber das hier fand ich echt super, super schön und finde halt ein schönes Badezimmer, macht total viel für die Wohnqualität aus. Denn in allererster Linie ist die komplette Dings, vollgestellt mit Büchern wieder. Ich verstehe es nicht. Es ist natürlich schön, aber hier ist so viel Wasser und ich laufe halt einfach sofort Gefahr, alle Bücher zu ruinieren. Wow. Und totaler Luxus, eine Dusche. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Totaler Luxus, eine Badewanne mit Regenkopfdusche. Was aber leider fehlt, ist eine Handbrause. Und für Leute wie mich, die nicht jedes Mal, wenn sie duschen, auch ihre Haare mitwaschen, funktioniert es halt nicht so gut. Aber ich habe schon hier, Moment, das hier. Damit funktioniert es. Das wollen wir jetzt aber auch sehen. Aesthetics. Oh mein Gott, vielleicht können wir einfach ein Foto machen von mir, das ausdrucken und mit einem dieser Vogue-Titelblätter, die überall hier hängen, ersetzen. Mega. Ob das auffällt? Das Badezimmer ist aber auf jeden Fall Jolina approved. Einziger Nachteil, heller Boden, rote Haare, Haarausfall. Ihr könnt es euch vorstellen. Aber jetzt geht's weiter ins Schlafzimmer und das ist wirklich sehr, sehr klein. Also wirklich sehr, sehr klein. Und im Prinzip, ups, ja, okay, wow. Im Prinzip ist das komplette Schlafzimmer nur Bett. Und man kann gerade so seitlich dran vorbei. Und ja, ich schlafe auf dieser Seite hier am Fenster, weil wenn ein Einbrecher kommt, ist Florian näher an der Tür. Und kann schneller weglaufen, oder was ist der Plan? Nee, wird zuerst getötet und ich kann durchs Fenster abhauen. Vielleicht ein bisschen Licht, wäre nicht verkehrt. Ta-ta-ta-ta. Alles mit Dimmer sogar. Super cool. Das möchte ich definitiv auch für zu Hause haben. Ein weiterer Punkt, der mich hier bei der Wohnung extrem überzeugt hat, zusätzlich mit dem Badezimmer, war dieser große Kleiderschrank. Weil ich gedacht habe, wow, drei Sektionen. Einmal meine Klamotten, Florians Klamotten und all mein Make-up und Equipment. Aber diese Seite ist auch wieder zugeschraubt. Ich weiß nicht, was hier drin ist oder warum es zugeschraubt ist. Finde ich ein bisschen unsinnig. So ein Schrank halt, also, weil der stand halt auch nirgendwo. Wow, okay, Jolina ist being mad for 5 minutes straight, weil sie keinen Platz für ihr Make-up hat. Aber so ein bisschen improvisiert habe ich schon. Ich kann euch das mal zeigen. Eine absolute Schranktour. Hatten wir ja gesagt, wir zeigen jede Schublade. Ja, Hose. Ach, hier oben hat Florian auch wieder gezaubert. Wir hatten hier noch Kram rumliegen, den haben wir in meinen Handgepäckkoffer getan, den Handgepäckkoffer in den großen Koffer und den großen Koffer da oben reingequetscht. Also so gewinkelt, also einfach damit, reingestellt war halt... Nee, aber damit halt wirklich alles hier aus dem Weg ist und man so viel Platz wie möglich hat. Und ja, ganz viele Klamotten fehlen noch, bis jetzt habe ich einen Cardigan, eine Hose und das, was ich jetzt anhab. Hier ist alles an Make-up, was ich sowohl täglich benutze, als auch Sachen, mit denen ich auf jeden Fall noch filmen muss. By the way, ich höre die Kommentare schon. Heute trage ich einen richtig, richtig schönen Liquid Lipstick von Lethal Cosmetics. Die sind neu rausgekommen. Und das hier ist die Rapture. Richtig, richtig schön. Habe ich jetzt gerade drauf. Absolute Top-Empfehlung. Ich liebe Lethal Cosmetics. Und ja, voll cute und so. Erste Schublade. Ja, okay, wie spannend ist das jetzt? Nee, das zeigen wir nicht alles komplett. Da ist auch meine Unterwäsche und BHs und so drin. Ja, und T-Shirts, aber mehr habe ich halt irgendwie noch nicht. Aber was ist da drunter? Das ist deine Schublade, ja, ne? Nein, auch deine. Oh, ich habe noch einen Pulli und noch eine Hose. Und Sportklamotten. Sportklamotten, eine Shorts, ja. Das war es aber auch im Prinzip alles schon, was in den Koffer gepasst hatte. Und bei Florian sieht es ein bisschen besser schon aus. Weil Florian musste ja auch nicht so viel Make-up mitnehmen. Oh, wir haben einen Staubsauger, den hatte ich noch gar nicht gesehen. Ja, der stand hinter der Tür, Eingangstür, wo wir reingekommen sind, in diesem Sack da oben. Aber deshalb konnte man die Tür nicht aufmachen. Also habe ich das aus dem Sack rausgenommen und lieber da reingestellt.
Man sieht ihn doch gar nicht. Neben meine Unterwäsche. Da. Mit Gesicht. Aber was mir hier im Wohnzimmer. Schlafzimmer. Es sind so viele Räume, man kommt durcheinander. Gott. Oh mein Gott. Auch hier mega süß, so ein kleiner Nachttisch, aber wieder vollgestopft mit Büchern. Sieht auf deiner Seite übrigens genauso aus. Yes. Also diese Bücher überall. Es frisst mega viel Platz. Wir haben den Leuten von der Agentur schon geschrieben, irgendwas müssen wir damit tun, weil wir sind halt 3,5 Monate hier und dafür ist es halt einfach ein bisschen zu voll gesteckt mit Deko. So, es geht ja auch wirklich nur darum, so die Sachen, die man wirklich jeden Tag braucht. Schatz, wenn du redest, wieso sieht man mich dir dumm zuhören? Man sieht mich doch im Spiegel. Außerdem hörst du nicht dumm zu, Schatz. Ich sehe unglaublich intelligent aus, I know. Aber ja, langsam aber sicher wird mir das hier alles zu viel, zu wenig Privatsphäre. Deswegen würde ich sagen, schmeiße ich euch jetzt wieder raus, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Definitiv bei Instagram und Twitter und Snapchat vorbeischauen. Den Kanal abonnieren, damit ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Aber okay. I love how this turned into my Welcome to my Crib. London Penthouse Edition. Oder war das jetzt unsympathisch? Ja, wahrscheinlich schon wieder, ne? Irgendwie kriege ich es nicht hin, sympathisch zu sein. I don't know how everything works. So, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hier in London. Mit meinen Aesthetics. Es sind die Vogue-Bilder, ne? Einen schönen Tag. Es sind die Vogue-Bilder. Wer weiß? Schatz? Schatz? Schatz?